Also, das sind hier die Veranstaltungs... Unternehmer. Das ist genau das Bild von der Italien der Linken marschiert und in den Zug mit. Ich bedanke mich für die Unterstützung. Wenn jetzt auch die CDU dabei wäre oder die SPD, hätten wir schon einiges gewonnen. Aber die verstecken sich ja noch. So, ich bin jetzt hier mitten in der Demonstration der Veranstaltungsbranche, die drittgrößte Branche in Deutschland. Und in jedem Falle sind die von der Bundesregierung im Regen stehen gelassen. Damit auch viele zigtausend Künstlerinnen und Künstler, Musiker, Literaturschaffende. Ihr seht hier diesen Sarg, Veranstaltungsbranche. Und das ist wirklich dramatisch. Und deswegen müssen wir haben das schon gemacht mit den Solo-Selbstständigen, mit den Kleingewerbetreibenden, deswegen müssen wir unbedingt uns engagieren an der Seite dieser mittelständischen Branche. Und wo viele von uns Mitglied sind, allein eben, als ich auf dem Lastwagen war und ich begrüßt wurde, haben die einzelnen Veranstalter sich geoutet als Mitglieder der Linken. So, seid am Ball und helft auch vor Ort, in den Dörfern, in den Gemeinden, euren Mitveranstaltern, die ein Teil der Kultur in unserem Niedersachsen genauso sind wie in ganz Deutschland.